So, moin, Stefan hier, herzlich willkommen bei den Happy Ones. Ich hatte das ja angekündigt. Jetzt sind wir nämlich in Dublin. Oh, jetzt ist die Tür schon zugeschlossen. Ja, mach die nochmal auf. Muss ich euch mal ganz kurz zeigen, was man hier so alles zu sehen hat. Oh, kann sein, dass man sich jetzt überlegt, oh, der Günther, der sieht müde aus. Ist aber noch ganz früh, so 16:45 oder so erst. Ja, guck mal, da ist eine Kirche. Kannst du das sehen? Da hinten, da ist so ein hohes Ding, so ein Pieksestieg. Was ist denn das? Das ist aber was Wichtiges, also so. Skyniegel. Da ist jedenfalls so eine Innenstadt. Und da rechts dahinter ist dann Tempelbar. Da waren wir gestern schon ganz kurz, haben uns überlegt, ja, war ganz nett, da können wir heute nochmal hingehen, machen wir auch. Jetzt aber stelle ich euch jemanden vor, das ist nämlich der Hans Christian, einen wunderschönen guten Tag. Und der Hans Christian, der wird dir gleich was erklären, da wirst du was fürs Leben lernen. Ja, das sind ja so Sachen, die werden ja heute völlig vernachlässigt. Der Hans Christian, der erzählt dir nachher was über das Plusquamperfekt. Nachher. Nachher, natürlich nachher, weil jetzt ist noch zu früh. In diesem Sinne, dann zeige ich dir mal so ein bisschen was von Irland, naja, also zumindest von Dublin, ja, weil nach Irland fahren wir ja nicht mehr, also ins Land rein fahren wir nicht mehr. Schuhboden. Schuhmode. Schuhmode. Oh, wir haben uns heute alle in Schale geworfen und reiten mit Zorro. So, in diesem Sinne, jetzt gehen wir erstmal, mal hier kurz die Tür nochmal zumachen, sonst kann ich keiner weit wegklaut. Jetzt gehen wir erstmal frühstücken und da hoffe ich doch mal auf Baked Beans, aber hier soll es ja geben auf der Insel. In diesem Sinne, tschüss. Jetzt bewegen wir uns mal so ein bisschen durch diese Stadt. Und man könnte sich denken, Mann. Da seid ihr ja im besten Viertel von ganz Dublin untergekommen. Und dann sage ich, ja, tatsächlich ist dir so, die kennst nämlich die anderen Viertel noch gar nicht. Die ist nämlich schön. Aber, das haben wir ja gestern Abend feststellen dürfen, du kriegst auch zu später Stunde noch was zu essen und was zu trinken. Also das ist also genau das, was man sucht, wenn man so mal zwei, drei Tage ein bisschen Ruhe haben möchte. Das Einzige, was natürlich eine gewisse Herausforderung mit sich bringt, sprechen hier, oh, jetzt wäre ich ja fast vor so einem Motorrad gelaufen, die sprechen hier natürlich auch alle jetzt nicht so gut Deutsch. Aber die Sprache des Guinness, ja, die ist international. Von daher alles gut, alles super. Und jetzt kommen wir so langsam, kommen wir jetzt hier in Downtown Dublin. Die rennen aber auch schon wieder das Jahr. Und da hinten, aber das kannst du wahrscheinlich nicht so besonders gut sehen, weil ja dieses breite Kreuz des Hans Christian gerade im Wege war. Da ist dann so Innenstadt mit auch schön und so. Das zeige ich dir dann gleich nochmal. Ich meine, wenn ich dich schon mitnehme auf so eine Reise, ja, dann gibt es auch was zu sehen. Ist doch ganz klar. So, jetzt habe ich. Danke ich überhaupt nichts. Hab ich euch ja versprochen, hier noch ein bisschen Sightseeing mit euch zu machen. Jetzt waren wir gerade frühstücken, habe ich total vergessen, die Kamera rauszuholen. Das war nämlich echt mal so ein bisschen Inselfrühstück, so mit Bohnen und Schaf und der Espresso. Ein doppelter, einfacher. Jetzt scheißen uns wahrscheinlich gleich die Möwen auf den Kopf. Der war eigentlich auch ganz schön stark. So, hier jedenfalls ist ein Fluss und dieser Fluss heißt. Liffey. Wie? Liffey. Liffey oder so. Aber das weiß man ja als gebildeter Nordamerikaner, also Nordeuropäer, Mitteleuropäer. Und ja, kannst du halt gucken, wie schön das hier ist. Und ist das hier schön. Aber jetzt haben wir auch genug gesehen. Jetzt gehen wir erstmal in den Pub. Fußball gucken. Und gucken Fußball. Heute kommt nämlich Liverpool gegen Swansea. Ach, guck an, dann wird der Verein her plötzlich redselig. Ja, selbstverständlich. Und dazu werden Fußball, Stricken, Alkohol. Sehr schön. Schön. Ja, jetzt weiß man halt auch, wie der Günther so seine Freizeit verbringt. Und da trinken wir erst noch mal einen doppelten einfachen Espresso. Hier, look left. Hier, look left. Ja, weil auch das ist übrigens ganz wichtig, für dich zu beherzigen, wenn du mal hier auf der Insel bist, look right, bedeutet, die fahren ja auf der falschen Seite. So, und wir als blöde Deutsche, wir gucken natürlich, wenn wir die Straße überqueren, erstmal grundsätzlich in die falsche Richtung, aus Gewohnheit heraus. Das ist ja erstmal gar nicht schlimm, kann aber auch im schlimmsten Fall zum Tode führen. Scheiße, deswegen schreiben die das da unten hin. Sehr nettes Volk, diese Iren. So. Übrigens hat sich Hans Christian gerade eine Schachtel Zigaretten gekauft. Die kostet hier unfassbare 11,30 Euro. Also wenn du dann mit dem Rauchen aufhören willst, dann guckst du entweder mein Video an oder ziehst einfach nach Irland, fängst du gar nicht erst an. So, jetzt sind wir nämlich im Pub und zwar in Dublin's Best Port. Also das heißt auf Deutsch, glaube ich, Dublin's bester Hafen. So sehen die Pubs aus. Und da gehen wir jetzt mal rein. Also genau genommen sind die Jungs ja schon da. Eben noch draußen, jetzt schon drinnen. Das geht ja manchmal unglaublich schnell. Und das ist jetzt so ein Pub von innen. Kannst du gucken hier? Total geil, ja, diese ganzen Bierhähne, alles unterschiedliche Biere, aber
Ja gut, deutsche Zeit ist es jetzt schon. Halb eins, aber es ist halb zwölf. Nee, es ist schon kurz nach zwölf und kurz nach eins. Wir sind nämlich hier eine Stunde zurück. Wir sind ja westlich. Jedenfalls, es gibt nicht nur Bier, es gibt auch den sogenannten Cider. Cider ist nämlich Apfelwein. Den muss man mögen. Der gemeine Franzose sagt dazu Cidre. Naja, nie um darum. Fußball natürlich in Irland auch immer wieder ein Thema. Kollege, Kollegin hat gerade auch schon akkurat den Beamer angeworfen und jetzt kommt gleich ein Fußballspiel. Das ist korrekt. Guck, da machen sie sich schon warm, die Jungs. In den langen Hosen. Warum kannst du auch gucken, wenn du einen ungünstigen Sitzplatz hast, so wie er zum Beispiel, musst du dich halt auch mit kleinen Dingen zufrieden geben. Ich bin zu diesem Vortrag quasi gekommen, wie die Jungfrau zum Kind, denn eigentlich muss man bei Stefan Günther natürlich dazu sagen, dass er eine Jungfrau zum Kind macht, ist natürlich relativ schwierig, beziehungsweise einer Jungfrau ein Kind macht. Natürlich nicht viel leichter. Damit sind wir allerdings mitten im Thema. Denn es hätte ja sein können, dass er eine Jungfrau ein Kind gemacht hat. Und zwar in dem Moment, wo er das Kind gemacht hat, reden wir vom Perfekt. Wenn er allerdings das Kind auf die Welt gekommen ist, dann hatte er der Jungfrau ein Kind gemacht. Dann hat er nämlich in der Vergangenheit einen Vorgang abgeschlossen und dann reden wir vom Plusquamperfekt. Das ist in Deutschland relativ schwierig, weil zum Beispiel gerade meine lieben Freunde aus Hessen gerne das Plusquamperfekt für alles benutzen. An der Stelle, ich war gewesen, das wäre ein klassischer Fall vom Plusquamperfekt. Das ist natürlich inhaltlich vollkommen falsch, denn ich bin gewesen, denn es war zu dem Zeitpunkt ja nicht abgeschlossen. Das heißt, wenn ich einen Zustand habe, der zu einem bestimmten Zeitpunkt noch gegeben ist, dann rede ich vom Perfekt. Ich bin also gestern bereits in Dublin gewesen. Ja. Wenn ich aber davon rede, von einem Plusquamperfekt, das ist Wahnsinn. Ihr könnt das natürlich nicht sehen, was hier hinter der Kamera passiert. Dublin ist eine unglaublich faszinierende Stadt. Und deswegen hatte ich gestern ein Bier ausgetrunken. Das wäre ein klassisches Plusquamperfekt gewesen. An der Stelle reden wir vom Plusquamperfekt, also von in der Vergangenheit bereits abgeschlossenen Zuständen. Ja, weißt du mal ganz im Ernst, wenn du das jetzt nicht verstanden hast, ne? Dann melde dich nochmal, twitter@asemissen.de. Alles gut. Also alles, was irgendwo mit Sprachnazitum zu tun hat. Da ist der Asemissen super. Der hält nämlich immer noch unsere Sprache bis ganz nach oben. Und da kommt auch noch nicht unser Dennis wieder, weil der muss nämlich auch gerade mal machen. So, ich wurde gerade erinnert, dass ich ja hier auch noch ein bisschen Kultur erzählen ist gut, zeigen wollte. Na gut, bitte hier, Kultur. Jetzt ein bisschen lauter hier. Zum einen wollen wir natürlich immer noch unsere Schuhe kaufen, deswegen gehen wir jetzt in einen Schuhladen. Zum anderen, die sind schlimmer wie die Weiber. Die hast du an jeder Ecke in unterschiedlicher Qualität, aber auch in unterschiedlicher Lautstärke, wobei laut nicht immer gut sein muss. Manno! Komme gleich! Dass es dann nicht wieder heißt, oh, die Jungs, die sind aber einfach nur so blöd durch diese Stadt gerannt und haben sich nur zweistellig Pints getroffen. Nee, ist dem nicht so. Wir machen auch Kultur. Nämlich ist das hier, auch wenn es ehrlicherweise nicht so aussieht, Dublin Castle. Ich frage mich, was hier Castle ist. Da vorne vielleicht ein bisschen. Falls du nähere Informationen willst, bitte mach ein Standbild an. Ich muss jetzt aber die Seite fotografieren, die nicht gälisch ist. Für die Zuschauer unter euch, die Gälisch sprechen, respektive lesen können. Natürlich auch noch auf Gälisch. Schieße? Ja. Jetzt geht es für uns noch so. Wie spät ist denn das? Zweieinhalb Stunden. Noch zweieinhalb Stunden per Pedis durch diese wirklich wunderschöne Stadt, um dann in den Fortbewegungstransportwagen namens Taxi zu begeben, uns und zum Flughafen zu fahren. Ihr habt das uns vergessen. Guck, das sieht schon ein bisschen mehr nach Castle aus. Gut ist natürlich, das muss ich noch kurz erwähnt wissen,
Wenn du, siehst du diesen Turm da, könntest du kurz die Meinung haben, du bist gerade in Berlin bei der Messe, ist ja aber nicht so, bist ja immer noch in Dublin. Wenn du da wohnst, dann hast du nicht nur 3G oder 4G, dann bist du einfach so vollgebeamt mit Strahlen, dass du schon, ich glaube, 0815G hast. Aber, das ist das Schöne, das hatte Pitti nämlich, oder Hans-Christian, nämlich erwähnt, da brauchst du auch keine Mikrowelle, wenn du dir vom Aldi schön die Tiefkühlasagne gekauft hast. Ja, dann stellst du die so ganz akkurat auf so ein kleines Serviertchen auf den Tisch, ja, machst zwei Anrufe, bing, und dann ist die fertig. Ja, was das an Stromkosten spart, unfassbar. So, reicht, jetzt habe ich noch so viel. Weil das natürlich mit so einem Castle nicht alles ist, legen wir heute noch mal einen drauf. Parlament. Pam! Ist das oder das? Das ist das. Hinter dir ist das Rathaus. Für die Fußballinteressierten unter euch, das ist übrigens, da ich schon zweimal darauf angesprochen wurde, ein Fanschal von Dulwich Hamlet. Derjenige, der eine vernünftige Ligenzuordnung dieses wundervollen Fußballvereins hinkriegen kann und dann noch ergänzen kann, mit welchen Fußballverein in Deutschland eine Fanfreundschaft unterhalten wird, da für den überlege ich mir mit Herrn Günther was. Übrigens, wenn man jetzt glaubt, warum filmt der den immer von unten? Das tue ich gar nicht, aber der ist einfach so groß. Und ich bin jetzt schon nicht der Kleinste. Ja. Komm du auch noch ran, weil der andere ist nämlich auch nicht besonders viel kleiner. Und wenn ich in der, ich muss in der Mitte. Ja, komm, wenn ich dann in der Mitte stehe, stehe ich hier so ein bisschen wie doof und klein. Aber gut aussehen. Aber gut aussehend. Also ich meine mal ernsthaft, wenn einer gut aussehen kann, dann ja wir, ich, die drei, wir. Ich. So, also Parlament haben wir. Rathaus. Rathaus. Haben wir. Haben wir. Das mit dem anderen Ding von gerade haben wir auch. Ja, das ist Castle nochmal. Castle, Haken dran. Da oben war noch irgendwas, was alt aussah. Da filme ich jetzt nochmal kurz die Straße. Ich muss nochmal umdenken, die fahren auf der falschen Seite. Da oben ist noch eine Kirche, Haken dran. Das ist wahrscheinlich eine Kneipe, Haken dran. Das sind drei junge Damen. Schönen guten Tag. Haken dran. Und was machen wir jetzt? Ab. Oh, mit wie viel geht denn das? Viertel vor eins. Oh, noch zwei Stunden, ey.